Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Perspektiven für den Arabischunterricht HSU, was wir vom HSU Polnisch lernen können. Organisiert von der Expolingua und von der Qatar Foundation International. Ich bin Sebastian Schattenmann von der Expolingua. Einige werden mich schon von den letzten Veranstaltungen kennen und ich werde Sie gerne wie immer durch die Veranstaltung begleiten. Heute geht es in unserer Reihe, wie gesagt, um den herkunftssprachlichen Unterricht HSU. Und ich kann sagen, ich freue mich wirklich ganz besonders auf dieses Thema, weil es einfach eine extrem spannende Sache ist. Es berührt so viele Facetten, so viele verschiedene Momente, denn Mehrsprachigkeit ist ja bereits ein prägender Teil unseres Alltags. Aber auf der anderen Seite, und das ist mir eben jetzt erst wieder klar geworden, als ich mich auf diese Sitzung ein bisschen vorbereitet habe, ist Mehrsprachigkeit etwas, was eben nicht gegeben ist, sondern etwas, was man erst herstellen und lernen muss. Das heißt, sich eben zwischen Sprachen bewegen zu können, auf die eigene Redeweise reflektieren zu können und selbstbewusst und ganz gelassen mit Differenz umgehen zu können. Und dann natürlich die ganz konkreten Fragen, die damit verbunden sind. Wie ist denn der HSU derzeit im deutschen Bildungssystem überhaupt verankert und verortet? Und das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland ganz verschieden, dazu werden wir sicher noch einiges hören. Natürlich die Frage, wie ist denn die materielle Ausstattung und mit welchen Materialien kann derzeit gearbeitet werden derzeit und welche Materialien müssen neu entwickelt werden. Und natürlich auch ganz wichtig, an welchen Vorbildern können wir uns dabei orientieren. Da ist zum einen mal natürlich Stichwort international, andere Länder sind ja da schon viel weiter als wir, aber auch national, denn welche Erfahrungen mit anderen Sprachen gibt es denn hier in Deutschland, von denen wir in Bezug auf Arabisch lernen können? Und das bringt mich dann gleich zur ersten Rednerin, Frau Barbara Stolarczyk, Leiterin des Herkunftssprachenzentrums an der TU Darmstadt. Das ist ja auch mit ein Grund dafür, warum wir unsere Sitzung so benannt haben, nämlich was wir vom HSU Polnisch lernen können. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zum Organisatorischen sagen. Viele von Ihnen werden das schon wissen, die uns unsere Webinare schon besucht haben. Zu sehen und zu hören sind nur die Redner und ich der Moderator der Session. Sie haben aber die Möglichkeit und sind auch herzlich dazu aufgerufen, mit den Rednern und Rednerinnen per Chat zu kommunizieren. Das heißt, Sie können im Chat Fragen stellen und Beiträge liefern. Die werde ich dann als Moderator den Redner und Rednerinnen vorlesen. Wenn Sie das tun, ich habe es schon einmal vorher kurz erwähnt, bitte wählen Sie die Option Versenden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer, nämlich damit alle lesen können, was Sie geschrieben haben. Ja, bitte beachten Sie auch, dass wir wahrscheinlich oder möglicherweise nicht Zeit für alle Fragen haben werden. Das ist auch der Grund, warum wir dann den Chat nach der Veranstaltung noch offen lassen. Und ich möchte auch einmal darauf hinweisen, dass die Arbeitssprache des Webinars Deutsch ist, unter anderem auch deswegen, weil ich zum Beispiel kein Arabisch kann, leider. Und ich will einmal darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen. Ist auch etwas, worauf ich einmal sozusagen hinweisen muss. Und damit sind wir eigentlich startklar und ich wünsche Ihnen und uns natürlich auch viel Spaß und unsere erste Rednerin, wie schon angekündigt, ist Barbara Stolarczyk, die Leiterin des Herkunftssprachenzentrums an der TU Darmstadt. Barbara, ich übergebe das Wort an dich. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen, also herzlichen Dank, dass ich jetzt hier in diesem Rahmen auch nochmal unsere Eindrücke im Bereich Polnisch als Herkunftssprache vorstellen darf. Ich freue mich immer wirklich sehr, wenn ich die Möglichkeit habe, ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand zu schauen und dann mich mit Kolleginnen für andere Sprachen dann ja austauschen kann. So, ich werde jetzt gleich meine Präsentation freischalten. So, hier. So, okay.
Ja, also das Thema meines Vortrages ist ja herkunftssprachlicher Unterricht in Deutschland am Beispiel des Polnischen. Und ich möchte erstmal so ganz kurz auf die Definition des Herkunftssprache bzw. der Herkunftssprache dann eingehen und Ihnen dann einen ganz kurzen Überblick über die Situation in Deutschland dann ja auch präsentieren. Das möchte ich dann auch am Beispiel der polnischen Sprache machen. Und ich möchte mich dann ja auch nochmal, beziehungsweise ich möchte dann ganz konkret auf die Situation des Polnischen eingehen. Und später zeige ich Ihnen auch nochmal, wie wir mit dem Thema in der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte dann ja auch umgehen und was für Vorkehrungen haben wir getroffen, beziehungsweise was für Maßnahmen betreiben wir, um die Situation dann zu verbessern. So, dann ganz kurz, also die Herkunftssprache, wahrscheinlich wissen Sie das schon, aber ich wollte dann trotzdem nochmal kurz die Definition von Bremer und Mailhorn präsentieren. Also das ist die zuerst erworbene Sprache eines Individuums, das selbst in einer Familie aufwächst, in der nicht ausschließlich die Sprache der umgebenden Mehrheitsgesellschaft verwendet wird. Und die Herkunftssprache kann dann ausschließlich dann erlernt werden in den ersten Jahren eines Kindes oder sie kann ja auch simultan mit der Sprache der Umgebung dann erlernt werden. So schön, so weit, so gut. In den ersten Jahren ist das wahrscheinlich unproblematisch. Probleme kommen dann, wenn das Kind in Deutschland in die Schule geht und der Input in der Herkunftssprache, in der Familiensprache dann nicht mehr so ist wie bei Kindern in monolingualen Umgebungen. Das heißt, also die polnischen Kinder in Deutschland lernen Polnisch nicht so wie, Moment, okay, Chat, das lasse ich erstmal aus und vor. So wie Kinder in Deutschland, beziehungsweise Kinder in Deutschland lernen nicht so wie Kinder in Polen. Das führt dazu, dass die Kinder, beziehungsweise später auch Jugendliche und Erwachsene, sehr unterschiedliche Kompetenzen und Fertigkeiten auf unterschiedlichen Niveaus dann ja auch in der Herkunftssprache ausbilden. Das kann ja wirklich von ganz rudimentären Kenntnissen sein bis zu wirklich fast ausbalancierter Zweisprachigkeit. Und wenn man mit solchen Personen arbeitet, dann merkt man sehr schnell als Lehrkraft für Fremdsprachenunterricht, also dass die Personen sich dann in so einem Kontinuum befinden. Das heißt, also sie haben ja Merkmale, die einem Muttersprachler zuzuordnen sind, aber sie haben sehr wohl ja auch nochmal durch diesen begrenzten Input ja auch Merkmale, die einem Fremdsprachenlernenden zuzuordnen sind. In Deutschland ist die Situation, ja, kompliziert. aufgrund der Tatsache, dass wir in Deutschland 16 Bundesländer und 16 Kultusministerien haben und 16 Bildungssysteme, ist die Lage nicht wirklich überschaubar, aber man kann eigentlich so ganz allgemein sagen, es gibt ja eigentlich zwei große Anbieter. Zum einen sind das die Konsulate und Botschaften, die herkunftssprachlichen Unterricht anbieten, und zum anderen sind das wirklich staatliche Angebote, die von Bildungsministerien bzw. dann ja auch von einzelnen Schulen angeboten werden. Und der Konsulatsunterricht in Deutschland, also die ganze Organisation des Unterrichts, dann die Fragen der Lehrkräfte, der Lehrkräfteausbildung, der Materialien, der Curricula und so weiter und so fort, das liegt alles eigentlich in der Hand des Konsulats bzw. des Landes, in unserem Fall Polen. Und Schulen stellen ja auch oft Räumlichkeiten zu, also deutsche Schulen stellen Räumlichkeiten zur Verfügung, aber haben eigentlich keine Handhabe bzw. mischen sich also in den Unterricht eigentlich gar nicht ein. Das sieht ganz anders aus, wenn man dann den Unterricht an staatlichen Schulen betrachtet. Das wird dann meistens vom Bundesland organisiert. Das heißt aber nicht, ja, also wie diese Abbildung hier, also die Deutschlandkarte zeigt, das heißt aber nicht, dass in jedem Bundesland dann ja auch der herkunftssprachliche Unterricht an Schulen stattfindet.
Wenn das der Fall ist, dann gibt es ja auch Bundesländer, die dann ja auch Rahmencurricula für den herkunftssprachlichen Unterricht dann auch erstellt haben. Den Fall haben wir dann in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, in Hessen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Hamburg. Ja, die Teilnahme ist an beiden Unterrichtstypen, also egal von welchem Anbieter, die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler ist freiwillig. Und je nach Bundesland wird der Abschluss bzw. die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht ja unterschiedlich gehandhabt. Das heißt, es gibt ja wirklich Bundesländer, die dann halt ein Vermerk auf dem Zeugnis machen, dass so eine Teilnahme stattgefunden hat. Es gibt Bundesländer, die sogar im Rahmen des Sprachenvorgewechsels dann ja auch nochmal Polnisch oder dann eine andere Herkunftssprache dann anerkennen. Es gibt ja auch Bundesländer, die dann einfach die Note dann ja auch in den Durchschnitt mit einrechnen. So in Kürze, wir können das gerne ausweiten, aber dann in einem anderen Rahmen. Wie sieht das jetzt konkret im Fall Polnisch aus? Also wir haben ja den Konsulatsunterricht. Und der wird dann tatsächlich vom polnischen Außenministerium organisiert. Und ich muss dazu sagen, in den letzten paar Jahren hat das polnische Außenministerium ein enormes Interesse daran, polnische Mitbürger nach Hause zurückzuholen. Und betreibt da ja auch wirklich also sehr viel Aufwand, um das zu bekommen, indem zum Beispiel jetzt viel Geld in Hand genommen wird und Polonia-Organisationen damit unterstützt werden. Es gibt ja, also der Konsulatsunterricht wird dann entweder von freien Trägern angeboten oder auch von kirchlichen Institutionen oder Organisationen. Und es gibt ja tatsächlich auch nochmal Schulen an Konsulaten. Und ja, also an diesem Unterricht kann eigentlich jedes Kind teilnehmen. Aber wenn man sich den Rahmenplan für die polnische Sprache dann auch anschaut, der Plan wurde dann vom polnischen Außenministerium dann ja auch konzipiert, dann hat man sehr schnell den Eindruck, aha, hier geht es wirklich um Muttersprachler. Das heißt, das ist Polnisch für Muttersprachler. Und neben der polnischen Sprache, die eigentlich so wie im Polnischunterricht in Polen stattfindet, das heißt, also das hat nichts mit Fremdsprachenerwerb oder mit Spracherwerb zu tun, dann ja auch Geschichte und Geografie angeboten werden. Und ich habe mir den Plan auch genau angeschaut, auch mit anderen Kolleginnen. Und zum einen fällt auf, dass wie gesagt, polnische Muttersprachler im Visier sind. Und dass die Empfehlungen sehr allgemein formuliert sind. Und wenn man sich die Lektüreliste dann anschaut, dann hatte ich wirklich ein Déjà-vu. Und das war genau das, was ich in der polnischen Schule in Polen vor 30 Jahren gemacht habe. Das heißt, ja, schön, aber sind 30 Jahre vergangen und wir hatten ja auch nochmal einen Systemwechsel, ne, 1989. Gut, dann haben wir ja auch nochmal das staatliche Angebot. Das ist jetzt sehr unterschiedlich je nach Bundesland, aber wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal, wir haben schon Rahmen- oder Kerncurricula in Hessen oder in Rheinland-Pfalz. Was jetzt auch nochmal wichtig ist, also das Unterrichten an sich und ja Polnischunterricht und Herkunftssprachenunterricht und Lehrpläne und so weiter und so fort. Was auch nochmal wichtig ist, das sind Abschlüsse und Prüfungen. Und in diesem Fall, je nach Bundesland, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, Abitur abzulegen, dann wirklich die gleichen Abschlüsse wie in Polen zu erwerben. Je nachdem. Und wir haben ja auch nochmal zusätzlich, also das ist alles für Kinder, die nicht, beziehungsweise deren Eltern nicht den Anspruch haben, zurück nach Polen zu gehen. Da haben wir die Möglichkeit der TELG-Prüfung Język Polski bei jedem Bedwa Szkoła. Das heißt also Polnisch B1, B2 Schule. Das ist ja ein Prüfungsformat für Jugendliche zwischen 14 und 18 und daran können sie auch teilnehmen. Das wird von manchen Bundesländern sogar dann auch unterstützt. So, jetzt polnische Lehrkräfte. Ja,
Sie haben schon gesehen, einerseits haben wir sehr viele polnische Lehrkräfte, die dann halt von Polen direkt nach Deutschland geschickt werden, die dann ja auch hier in Deutschland Fuß fassen möchten und in den Polnischunterricht dann auch einsteigen. Und das Gute daran ist, ja, vorteilhaft auf jeden Fall, das sind alles Muttersprachler, das heißt, sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der polnischen Sprache. Ein kleines Problem in meinen Augen ist es ja, dass es oft in Polen ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind für Sachfächer. Das heißt, wir haben Polonistinnen, wir haben ja Geografen, wir haben auch Geschichtelehrer, die dann aber für die Fächer ausgebildet wurden. Und bis jetzt ist mir nicht bekannt, also dass jetzt das Thema sprachsensibler Unterricht in Polen in der Ausbildung von Lehrern eine Rolle gespielt hätte. Daraus resultieren in meinen Augen ja, verschiedene Schwierigkeiten, Probleme. Das heißt, also ich habe die Beobachtung gemacht, dass vielen Lehrkräften aus Polen dann ja auch das Bewusstsein für die Situation der Schülerinnen und Schüler in Deutschland fehlt. Und ich habe auch beobachtet, dass sie ein unzureichendes didaktisches Instrumentarium haben. Das heißt also einerseits fehlt ihnen wirklich das Bewusstsein für die sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Sie gehen davon aus, dass sie mit Muttersprachler zu tun haben, aber das ist ja nicht der Fall. Das heißt also, die polnischen Schülerinnen und Schüler, die Herkunftssprache Polnisch an deutschen Schulen oder dann bei freien Trägern erlernen möchten, das sind Herkunftssprecher. Das heißt also, so wie in der Definition, sie haben nicht immer und meistens haben sie keine super guten Kenntnisse der polnischen Sprache. Das heißt also, da muss man noch sehr viel Spracherwerbselemente noch einbringen. Dann hängt es ja auch sehr, sehr stark davon ab, in welchen Familien die dann ja auch sind und wie die Familie dann ja auch mit dem Thema Polnisch und Sprache dann ja auch umgeht. Und dadurch ist das Niveau sehr heterogen. Das heißt, sind die Lehrkräfte wirklich in der Lage, also mit so unterschiedlichen Niveaus dann zu arbeiten? Haben sie wirklich das didaktische Know-how, um jetzt irgendwie bienendifferenziert zu arbeiten, um dann jetzt auch nochmal auf die Bedürfnisse der Teilnehmer dann einzugehen? Dann ein weiterer wichtiger Punkt: Wenn man sich den Rahmenplan des polnischen Außenministeriums anschaut, dann fällt auf, dass die polnische Sprache dann wirklich sehr gesondert, sehr, sehr abgeschottet, also sehr einzeln dann betrachtet wird. Ja, und das ist jetzt eigentlich für unsere Kinder in Deutschland nicht der Fall. Also die meisten Kinder leben hier, sind in der deutschen Schule. Wir haben ja die allgemeine Schulpflicht. Ja, also viele Kinder kommen aus gemischten Ehen. Das heißt also, das ist unser Ziel und das ist eigentlich eine Prämisse eigentlich des herkunftssprachlichen Unterrichts, dass wir die gesamte Sprachenentwicklung der Schülerinnen und Schüler dann ja auch unterstützen sollten. Und dadurch, also deswegen sollten wir auch ja, die neuesten Entwicklungen in der Mehrsprachigkeitsdidaktik ja auch nutzen, wie zum Beispiel Interkomprehension, Sprachvergleiche, positiven Transfer und dann ja auch nochmal Sprachmittlung, was ja eigentlich also auch ein Vorteil für die Schülerinnen und Schüler sein könnte. So, dann weiter auch nochmal die Stärkung der interkulturellen Kompetenz. Da ist es ja oft so, dadurch, dass die polnische Kultur und polnische Sprache so gesondert betrachtet wird, ja, fehlt ja auch die Einbettung der polnischen Werte, Normen, Traditionen in die Realität der Schülerinnen und Schüler. Und das hat ja natürlich ja auch nochmal, vielleicht könnte ja auch haben, einen negativen Einfluss auf die Identitätsbildung und der Entwicklung von Mehrfachzugehörigkeiten in der Gesellschaft, nicht wahr? Und das ist eigentlich eins, was ja eigentlich bereits Sebastian gesagt hat, eins der wichtigsten Punkte im herkunftssprachlichen Unterricht. Was sind dann jetzt die
also die Voraussetzungen für die Lehrkräfte. Also zum einen in meinen Augen sollten sie auf jeden Fall sehr gute Deutschkenntnisse mitbringen. Sie sollten sich mit den Prämissen der Mehrsprachigkeitsdidaktik auskennen und dann ja auch nochmal mit dem kommunikativen Unterricht und kommunikativen Ansatz. Und sie sollten ja auch nochmal sehr gute Kenntnisse beider Kulturen dann ja auch mitbringen und eine gewisse Selbstreflexion, um bereit zu sein, ja auch seine eigenen Einstellungen, Weltanschauungen und so weiter zu reflektieren und die dann ja auch, also ist seine eigene interkulturelle Kommunikation dann auch zu entwickeln. So, das haben wir dann vor Jahren schon erkannt und wir haben 2009 die Bundesvereinigung für Polnischlehrkräfte gegründet. Das ist ein Fachverband und wir vertreten, ich sage wir, weil ich im Vorstand der Bundesvereinigung bin, wir vertreten die Interessen der in Deutschland tätigen Polnischlehrer und Lehrerinnen und hier beziehen wir uns eigentlich auf alle Bildungssektoren. Das heißt, also wir stehen gerade für die Interessen der Grundschul-, Primarschul-, Hochschul- und so weiter Kolleginnen, aber dann ja auch nochmal für Kolleginnen und Kollegen, die an freien Trägern arbeiten. Was wir jetzt, wir haben verschiedene Ziele, aber für unseren Vortrag ist ja vielleicht auch ganz interessant zu sehen, dass wir uns vor allem für die berufliche Förderung und Qualifizierung unserer Mitglieder einsetzen. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel Hospitationen und Praktika durchführen, indem wir dann auch mit der polnischen Universität Katowice ein Aufbaustudium anbieten, in dem sich Kolleginnen und Kollegen im Bereich Polnisch als Fremdsprache und Herkunftssprache dann ja auch ansatzweise bilden können. Wir bieten auch Fortbildungen und Tagungen an und haben dann ja auch Fachliteratur, also geben eine Fachzeitschrift heraus, Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien und das zeige ich Ihnen gleich. Also wir sind so organisiert, dass wir im Grunde in ganz Deutschland Kolleginnen und Kollegen haben, die an verschiedenen Institutionen und Einrichtungen arbeiten. Und dadurch sind wir ja auch sehr gut vernetzt und können dann ja auch regional bestimmte Angebote anbieten. Ne? Zum Beispiel, wir haben also in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt haben wir eine Konferenzreihe zum Thema Polnisch als Herkunftssprache, beziehungsweise es hat ja mit Polnisch als Fachsprache angefangen, aber wir haben festgestellt, dass wir uns eigentlich auf weitere Sprachen öffnen sollten und deswegen haben wir letztes Jahr die Konferenz Herkunftssprache Polnisch, Russisch und Türkisch dann ja auch angeboten. Dann haben wir unsere Fachzeitschrift, die dann jedes Jahr erscheint. In der Fachzeitschrift Polski w Niemczech, Polnisch in Deutschland, werden ja auch verschiedene Beiträge von Kolleginnen, nicht nur aus Deutschland, aber auch aus Polen und aus Europa, zu didaktischen, pädagogischen, zu politischen sogar Themen dann ja auch präsentiert. Was jetzt auch sehr wichtig ist, unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten ja auch bei der Entwicklung von Lehrwerken und von Ergänzungsmaterialien. Und das ist jetzt nicht von der Bundesvereinigung herausgegeben worden, aber da haben Kolleginnen von uns und Kollegen dann von uns mitgearbeitet. Also Polnisch als Herkunftssprache ist ein sehr kleines Fach, deswegen sehen wir das immer als Polnischunterricht und deswegen bieten wir dann ja auch Weiterbildungen, Fortbildungen für Polnisch als Fremdsprache, Polnisch als Herkunftssprache, Polnisch als Zweisprache und genauso bei den Lehrwerken und bei den Ergänzungsmaterialien. Da haben wir zum Beispiel Polnisch im Beruf, da haben wir ja auch nochmal Materialien für Kinder, für die Entwicklung der Zweisprachigkeit, Grammatik und so weiter. Wir haben ja vor kurzem, also 2016, haben wir noch parallel zu unserer Bundesvereinigung noch das Zentrum für Koordination und Förderung der polnischen Sprache in Deutschland gegründet. Das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber wir wollten jetzt mit diesem, also in dieser Organisation nochmal uns ein bisschen mehr um die Polonia kümmern.
Und unsere Ziele sind dann auf jeden Fall, also die deutsch-polnische Zweisprachigkeit zu fördern. Wir möchten dann ja auch mit verschiedenen Forschungsinstitutionen dann ja auch zusammenarbeiten und Expertisen erstellen. Und das haben wir bis jetzt mit zum Beispiel der TU Darmstadt, aber dann auch mit der Universität Greifswald und mit der Uni Leipzig dann ja auch gemacht. Da entstehen Expertisen zu frühkindlicher Entwicklung, zu Bilingualismus und so weiter und so fort. Dann möchten wir auch nochmal Beratung anbieten für polnische Schulen beziehungsweise für Personen, die dann ja auch so eine Schule dann auch gründen möchten. Und genau, und wir begleiten sie dann ja auch nochmal bei Antragstellung, also wenn sie dann Zuschüsse haben möchten, weil wir sind ja sehr neutral. Wir haben eigentlich nur unsere Mitgliederbeiträge, die jetzt nicht wirklich groß sind. Aber bei Organisation von Fortbildungen, von Konferenzen, von Tagungen haben wir ja bestimmte Türen, die wir dann immer wieder anklopfen, zum Beispiel die Tür der Vereinigung für Deutsch-Polnisch, also der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit oder beim Bundesbeauftragten bei Beauftragten der Bundesregierung für Bildung und Kunst, glaube ich, soweit ich mich nicht jetzt nicht irgendwie, ich glaube, ich bin was durcheinander. Aber das sind ja auf jeden Fall deutsche und polnische Türen. Das heißt, also wir sind ja eigentlich finanziell auch, kann man so sagen, neutral. So, ja, also das war alles in Kürze. Ich hoffe, dass Sie dann so ein paar Sachen für sich dann ja auch gefunden haben, wo Sie dann vielleicht ja auch andocken können. Ich kann Ihnen gerne weitere Informationen ja auch dazu geben, wenn der Bedarf da ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Barbara. Das war super interessant. Ich habe die Zeit nicht überschritten. Nein, alles wunderbar. Alles perfekt. Also sowohl vom Inhalt her als auch von der Form her wunderbar. Es gab, glaube ich, im Chat sowohl die Bemerkungen, später nochmal Fragen zu stellen, als auch schon eine kleine Frage, die hast du eigentlich schon ein bisschen mit beantwortet, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Und zwar war das die Frage, ob es eine Lehrerausbildung für Polnisch als Fremdsprache in Deutschland eigentlich gibt. Ich glaube, ich habe was gesagt dazu, aber ja. Ja, nicht direkt. Ja, also es gibt ja Polonistik und man kann ja an der Uni Mainz, an der Uni Potsdam und in Berlin kann man Polonistik studieren, was aber nicht heißt, dass man ja auch Polnisch als Fremdsprache unterrichten kann. Ja, das heißt, das sind zwei eigentlich Wissenschaften. Es gibt aber an der Universität Leipzig bei der Frau Professor Grit Melhorn die Möglichkeit, Polnisch, also die Didaktik des Polnischen zu erlernen und ich glaube auch teilweise in Greifswald an der Uni. Ja. Das ist im Rahmen eines Slawistik-Studiums, ja, dass man sich dann halt so paar Seminare dann so in diese Richtung aussucht. Ja. Aber so eine strikte Ausbildung gibt es nicht. Nein. Mhm, ja. Ich möchte natürlich jetzt auch noch ein bisschen die Perspektive sozusagen unserer sozusagen Arabischlehre auch mit thematisieren, weil das natürlich für uns am interessantesten ist. Und da hätte ich vielleicht also zunächst mal ganz allgemein die Frage, was würdest du denn sagen, was waren die ersten Schritte oder auch die sozusagen die effektivsten Schritte, um den HSU voranzubringen oder zu fördern? Aus deiner Erfahrung sozusagen, wie das im Polnischen gelaufen ist. Ja, also das ist eine sehr komplexe Frage, ja, weil dadurch, dass wir dann ja 16 verschiedene Systeme haben, müsste man dann wirklich jedes Land dann einzeln betrachten. Also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz war das gar nicht so schwer. Also da ist ja von vornherein eine positive Einstellung Herkenssprachen gegenüber gegeben. Und es gibt ja zum Beispiel auch das Pädagogische Landesinstitut, in dem ja eine Person, die Kollegin Beata Hülbusch, sich dann ja auch für HSO oder um HSO kümmert und dann wirklich tolle Fortbildungen dann für alle
in Rheinland-Pfalz angebotenen HSU-Sprachen dann ja auch anbietet. Zum Beispiel, also ein neuer Fall, das war jetzt vor kurzem auch in Hessen. Da ist es wichtig, dass man wirklich erstmal eine juristische Grundlage hat, und das hat Polnisch. Und zwar, wir hatten, also es wurde 1991 der Vertrag über freundschaftliche und gute Zusammenarbeit geschlossen, in dem steht, dass Polnisch auch gefördert werden sollte. Das heißt, also wenn wir dann, also dann mit dem Problem an bestimmte Personen dann herangetreten sind, dann hatten wir eigentlich schon eine juristische Grundlage, ne? Also eine Gesprächsgrundlage im Grunde, ne? Und dann, was jetzt auch sehr gut geholfen hat, das waren ja auch Elterninitiativen, die sozusagen fast auf die Barrikaden gegangen sind, die sich dann direkt beim hessischen Kultusminister dann ja auch gemeldet haben, die dann ja wirklich enormen Druck dann halt ausgeübt haben über Jahre. Mhm. Ja. Und das hat ja auch wirklich funktioniert. Das heißt, in Hessen gibt es jetzt Polnisch und das ist so organisiert, also das ist dann fest verankert. Also das heißt, es gibt die Möglichkeit, Polnisch als HSU dann zu besuchen. Und das liegt jetzt bei den Eltern wiederum. Wenn sie dann mindestens 10 Kinder in der jeweiligen Stadt finden, die in der entsprechenden Altersgruppe dann Polnisch lernen möchten, dann können sie an das zuständige Schulamt herantreten und dann ja diesen Unterricht beantragen. Ja. Und das läuft. Das funktioniert. Das ist bei uns in Rheinland-Pfalz noch besser gemacht. Also meine Kinder, meine zwei Mädchen, die sind ja auch zweisprachig, und meine große Tochter, sie wird jetzt dieses Jahr eingeschult, und bei der Schulanmeldung hatte ich schon die Information bekommen, dass es sowas wie HSU Polnisch gibt. Und ich hatte dann ein paar Tage später sogar ein Formular zugeschickt bekommen, wo ich dann ausfüllen konnte, sogar an welchen Tagen mir das passen würde, um wie viel Uhr und so weiter und so fort. Das heißt also von der Seite des Amtes, der Schule, ja, gibt es schon Interesse dran. Mhm, aber wie gesagt, ich spreche von Rheinland-Pfalz. Das ist in Bayern oder woanders total anders. Naja, das ist natürlich in Deutschland immer wahnsinnig kompliziert mit den verschiedenen Systemen. Ja, klar. Ich, also was natürlich auch noch jetzt mich sehr interessieren würde, wäre jetzt so in Bezug auf Lehrmaterial. Ich meine, du hattest ja auch schon im Vortrag gesagt, dass es im Grunde genommen so einen kontinuierlichen Übergang gibt von sozusagen normalen polnischen Lehrmaterial zum HSU-Lehrmaterial. Aber gibt es denn sozusagen also spezifisches HSU-Lehrmaterial, und was waren da die sozusagen so größten Herausforderungen oder interessantesten Probleme, das zu erstellen? Das wäre sicher auch nochmal für uns sehr interessant. Nein, wir haben leider kein spezifisches Material für HSU. Deswegen greifen viele Kolleginnen und Kollegen im Bereich, also in Schulen, dann auf das Material aus Polen. Ja. Genau, und da ist jetzt genau das Problem. Also das polnische Außenministerium hat eine andere Vorstellung, eine andere Herangehensweise. Sie gehen halt wirklich von einer ganz anderen Zielgruppe aus. Ja, das heißt, also wir können schon mit dem Material arbeiten, aber wir müssen das Material sehr stark anpassen. Ja. Und so ein bisschen auffrischen. Ja, so ein bisschen frischen Wind da jetzt auch nochmal reinbringen. Ja, ja, das kann ich mir gut denken. Es ist generell eine ja. Gute Frage, wie man sozusagen irgendwie Lehrmaterial in der Hinsicht sozusagen so gestalten kann. Ja klar, selbstverständlich. Ja. Ja. Ja, es entstehen ja auch, also was jetzt auch vielleicht sinnvoll ist, es gibt ja auch nochmal so internationale oder dann ja auch vielleicht so übersprachliche Angebote. Zum Beispiel, es gab ja jetzt, vorgestern kam eine Einladung einer Kollegin für Polnisch, macht ein Webinar zum Thema frühkindliches Polnisch anhand einer Plattform. Ja, also es ist ja auch nicht schlecht, also zu schauen, was gibt es eigentlich schon, ja, und wo kann ich dann andocken und sagen, hallo, ich bin hier für Arabisch, ich übernehme das gerne, aber wie du siehst, ja, das heißt, also man muss wirklich sich selbst melden, selbst den Stier an den Hörnern packen und sagen, okay, jetzt mache ich das. Und man muss ja auch bereit sein und die Zeit haben und die Motivation, das Engagement, um das durchzusetzen, ja. Das macht keiner. Ja, ja, ja.
Also wir hören, Initiative. Ja. Initiative ist gefragt, aber also vielen Dank nochmal auch von meiner Seite und von der Seite sozusagen unserer Teilnehmer. Es war wirklich hochinteressant und ja, ich hoffe, dass wir da irgendwie viel dazu lernen können in Bezug auf Arabisch. Auch ich möchte jetzt gleich auch keine Zeit verlieren und die nächste Rednerin sozusagen auf unsere ja, E-Stage, unsere Bühne bitten. Das ist Asma Saruk, die Lehrbeauftragte für Arabisch an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und eine HSU-Lehrerin an verschiedenen Wochenendschulen in Mannheim. Asma, wir freuen uns. Ja, hallo. Hallo alle zusammen. Können Sie mich hören? Okay, so hallo alle zusammen. Es freut mich sehr, an diesem Seminar teilzunehmen. Das ist ein sehr spannender Thema, sehr großes Thema. Ich versuchte, die wichtigen Aspekte zusammenzufassen. Einige Punkte hat schon Frau Stolacek schon erwähnt. Also, als ich über das heutige Thema nachgedacht habe, so versuchte ich meine langjährigen Erfahrungen auf diesem Gebiet zunächst als Schülerin in Kanada, als ich erster Kontakt mit Arabisch als Herkunftssprachunterricht hatte. Und danach als Lehrerin von 2007 bis 2019 an Wochenendschulen in Mannheim zusammengefasst. Ich bin auf in meinen Augen sehr wichtige Frage gestoßen und die Antworten fassen tatsächlich zusammen, was ich sagen möchte. Diese Frage nach meiner Meinung ist der Schlüssel zum Erfolg von Arabischunterricht an deutschen Schulen. Es ist sehr, sehr wichtig zu differenzieren, wer unterrichtet, wen, was, wie und durch welche Lehrmittel läuft das Unterrichten am besten. Also Lehrkräfte, klar, unterrichten Kinder. Die Lehrende sollen, sehr wichtig, sollen sie beruflich ausgebildet, nicht nur in ihrem Heimatland, aber sogar sehr wichtig in Deutschland fortgebildet sind. Dieser Punkt kann ich wirklich nicht genug betonen. Es ist so wichtig, Lehrkräfte zu haben, die Lebensumstände, die kulturelle Kontexte ihrer Schulen und Schulen verstehen und auch teilen. Das heißt, die multikulturelle, multireligiöse und multisprachliche Kontexte, in dem die Kinder und Jugendliche leben. Nach meiner Meinung reicht es nicht aus, nur die klassische oder Standard arabische Sprache zu beherrschen, um man vor allem Kinder und Jugendliche unterrichten zu können. Die meisten Probleme, die an Wochenendeschulen, die ich gesehen habe, entstehen genau an diesem Punkt. Es gibt tolle oder Lehrkräfte, die arabische Sprache beherrschen und mit Leidenschaft unterrichten. Aber es fehlt die kulturelle Kenntnisse in Deutschland, die Kontexte von diesen Kindern in Deutschland. Diese Kenntnisse ist ein wesentlicher Teil der Erfolg des Unterrichts. Wenn wir über wen sprechen, also es ist sehr, sehr wichtig zu berücksichtigen, dass die Kinder sind meist in Deutschland geboren, geborene Kinder und Jugendliche. Diese Kinder sprechen zu Hause
Deutsch, also mit ihren Geschwistern, aber auch die Herkunftssprachen ihrer Eltern. Die Kinder sind schon multisprachig. Es ist auch sehr wichtig anzuerkennen, dass wenn wir erwähnen, dass ein Kind zu Hause Arabisch spricht, das bedeutet nicht, dass dieses Kind Standard oder klassisches oder vielleicht besser beschriebenes schriftliches Arabisch spricht. Die arabische Sprache ist vielfältig, wenn wir die Dialekte berücksichtigen. Doch ein Kind spricht Arabisch, wenn er sie schon ein Dialekt kann oder mehrere Dialekte kann. Das Kind hat schon zumindest die phonetischen Besonderheiten der Sprache gelernt, welche ein sehr wichtiger Aspekt das Lernen einer Sprache ist. Genau. So, um genau zu beschreiben die Sprachkompetenzen eines Kindes, es ist sehr wichtig, dass man berücksichtigt, welche Dialekte die Kinder sprechen. Genau. Für Lehrerinnen und Lehrer ist es auch sehr wichtig, flexibel auf die verschiedenen arabischen Dialekte zu reagieren, welcher manchmal nicht der Fall ist. Das zeigt Anerkennung und motiviert die Kinder weiter. Ich habe ein Kind schon getroffen, der aus Tunesien, also die Eltern kommen aus Tunesien und er kann die tunesische Dialekt richtig gut. Aber er hatte sehr tolle Lehrerin, aber für sie Dialekte zählen nicht zu Arabisch. Und dieses Kind, der war, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt, er ist jetzt, oder er sagt, er kann kein Arabisch sprechen. Und wenn ich gesagt habe, nein, du kannst schon Arabisch, du kannst die tunesische Arabisch sprechen, er war überrascht. Das ist, so, das ist sehr, sehr wichtig, dass diese Anerkennung von Dialekten ist ein sehr wichtiger Teil der des HSU-Unterrichts. Die Dialekte sind verfügbare Ressourcen für Lehrkräfte, um die Vielfältigkeit der arabischen Welt zu vermitteln. Und das geht durch Lieder, Sprichworte, Literatur, also Volkserzählungen. Es gibt viele Möglichkeiten dafür und das bringt Freude und viel Motivation ins Klassenzimmer. Was wird unterrichtet? Das ist ein sehr wichtiges Punkt nach meiner Meinung, weil also ich habe zum Teil bereits schon erwähnt, was unterrichtet wird, also schriftliches Arabisch. Aber das heißt normalerweise Standard Arabisch, welche schreiben und sehr, sehr wichtig auch sprechen und lesen zu können und sehr bedeutsam auch hohe Verstehen zu vermitteln. Kulturelle Aspekte auch zählen dazu und sie sind auch ein wichtiger Teil. Der Fokus auf Kommunikationsfähigkeiten hat Priorität in HSU-Unterricht, vor allem in der Anfangsphase und weniger auf das explizite Unterrichten von grammatikalischen Regeln. Hier möchte ich wirklich das nochmal betonen, weil ich habe Schülerinnen und Schüler getroffen, die viel grammatikalische Regeln des Arabischen kennen. Sie können die Regeln identifizieren und erklären, zum Beispiel, wie sieht ein regelmäßiges femininum Substantiv aus im Arabischen aus oder wie liest man Substantive mit Artikel, welche sind die Mond- oder Sonnenbuchstaben und so weiter. Aber leider, sie können nicht ein paar Sätze auf Arabisch sagen.
Warum? Weil die Kommunikationsfähigkeiten ist nicht im Fokus gelegt. Nur das Schreiben und das Lesen ist oder Konzentration auf das Schreiben und Lesen ist im Fokus gelegt. Und die Kommunikationsfähigkeiten leider fehlt, ein bisschen fehlt. Natürlich, das erschöpft die Motivation und Engagement der Kinder, wenn wir uns weiterhin auf die grammatikalischen Regeln konzentrieren. Das heißt nicht, dass Grammatik nicht wichtig ist, sondern dass die Lehrkräfte sollen verstehen, dass die Lernenden, also die Schülerinnen und Schüler, sie sollen verstehen, was sie hören, was sie lesen und auch sprechen zu können. Also die grammatikalischen Themen können nach meiner Meinung in mittleren und höheren Klassen explizit beigetragen. Wie wird unterrichtet werden? Und hier die Fortbildung und Ausbildung spielt eine große Rolle. Also nur durch Fortbildung gewinnt man viele methodische und didaktische Mittel. Ohne das leiden die Lehrkräfte, aber auch die Kinder und Jugendliche. Durch welche Lehrmittel läuft das Unterricht? Klar, es gibt eine große Lücke, wenn es um Lehrmittel geht, aber zurzeit gibt es nach meiner Meinung viel Ressourcen auf dem Internet. Aber sehr wichtig, immer vorsichtig zu sein, Bücher aus dem arabischen Welt zu verwenden. Nur weil sie sprechen die Realität die Kinder in Deutschland nicht genau an. So, das ist, ich benutze Bücher aus dem arabischen Welt, aber ich bin sehr vorsichtig, welche Themen, welche Bilder passen zu meiner Klasse, zu die heterogenen Realität von meiner Klasse. Bevor ich mein Gespräch beende, möchte ich betonen, dass Ziel der Herkunftssprachunterricht ist es nicht nur Schreiben und Lesen beizubringen, welcher leider der Fall ist in vielen Schulen, nicht nur in Deutschland. Das habe ich persönlich als Schülerin auch in Kanada gesehen. Und es ist auch der Fall in vielen kanadischen Schulen. Der Fall ist, die Arabisch Angebote oder Unterricht bieten, dass die Lehrkräfte konzentrieren sich auf das Schreiben und das Lesen. So, es zählt nicht nur das, neben dem Schreiben und Lesen sollen Kinder lernen zu sprechen und zu verstehen, was sie lesen und hören. Sehr wichtig auch die Vermittlung interkultureller Kompetenzen, so dass Interesse der Kinder für die Sprache, Kultur wecken können. Dies sind die Punkte, die ich betonen möchte, also in 5 Punkten. Also es geht um Lehrkräfte, Ausbildung, Fortbildung ist sehr wichtig, die Heterogenität der Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen, also Lehrmaterialien, genau. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Asma. Das war sehr interessant und sehr irgendwie ja auch ein breiter Überblick über die verschiedenen Fähigkeiten sozusagen, die und auch Herausforderungen, die sozusagen vor uns stehen.
Ich denke, ja, es gäbe jetzt wirklich sehr, sehr viele Fragen, die man sozusagen daran anknüpfen könnte. Ich meine, ich glaube, die meisten, die Fragen, das sehe ich auch im Chat, die sozusagen am drängendsten ist, ist, glaube ich, wieder die Frage, da müssten wir sowieso mal generell länger darüber sprechen, über die Dialekte. Also wie sozusagen geht man damit um, dass man sozusagen Schüler aus ganz verschiedenen Dialekten sozusagen vor sich hat. Und das ist natürlich gerade im Arabischen eine, kann ich mir vorstellen, eine unglaubliche Herausforderung. Und was ich auch besonders schön fand an dem, was du gesagt hast, ist die Tatsache, dass das ja zu Frustrationen führen kann, dann der Schüler, die dann das Gefühl haben, wie du gesagt hast, die können gar nicht Arabisch. Und ich meine, gerade der HSU soll ja positiv vermitteln, dass das eine Fähigkeit ist, die sozusagen zusätzlich, die hast du zusätzlich. Also quasi eine Zusatzqualifikation, die dir in die Wiege gelegt wird und soll natürlich positiv motivieren und nicht negativ dazu führen, dass man eine Scheu bekommt davor. Ja. Also das sind natürlich Riesenherausforderungen, vor die dann die Lehrer stehen. Also ja, das... Ja, also die Dialekte ist wirklich ein sehr großes Thema an Wochenendschulen in Mannheim, weil viele, wirklich viele Lehrkräfte haben überhaupt keine Anerkennung für die Dialekte und für sie Arabisch ist nur das schriftliche Hocharabisch oder Standard Arabisch ist. Und viele Kinder sprechen sehr, sehr gut Dialekte zu Hause. Warum nutzen wir diese Ressource nicht? Das ist, das motiviert die Kinder, das motiviert auch die Eltern. Und zumindest, wenn ein Kind in der Klasse kann nicht ein Satz auf Hocharabisch äußern, aber er kann das auf sein, er hat verstanden oder sie hat verstanden, was gesagt wurde. Und sie konnte die, also kommunizieren, aber mit Dialekt Arabisch. Das ist eine tolle Sache, warum wir das nicht nutzen. Ja. So, das ist für mich, das fand ich wirklich schade. Und ich glaube, das ist eine Ressource, die Lehrkräfte für Arabisch nutzen, verwenden, weil es gibt viele Materialien dafür. Es gibt also Geschichten, es gibt Sprichworte, es gibt ein Kind, ein Schüler hat einmal vorgetragen, woher kam ein Wort aus Marokkanisch. Und er konnte dann herausfinden, dass ein Wort heißt oder hatte einen französischen Einfluss, hatte auch arabischen Einfluss und Amazigh-Einfluss. Und das war wow, das war auch für die anderen Schüler sehr, sehr interessant. Ja, ja. So, ich kann nur betonen, bitte nutzen Sie diese diese Ressource, die Dialekte. Ja, wir könnten da noch so lange weiterreden. Ich bin jetzt auch ganz ein bisschen überfordert, weil da so viele Fragen noch sind. Auch zum Beispiel die Frage zur Heterogenität der Schüler und der Aspekte im Arabischunterricht. Also das können wir alles vielleicht dann nachher im Chat noch oder auch per E-Mail klären, weil wir sind wieder jetzt an der Zeit schon, ein bisschen weit fortgeschritten. Und ich möchte jetzt einfach an der Stelle auch den letzten Redner noch schnell auf die Bühne bitten, dass wir vielleicht dann am Ende noch mal ein bisschen Zeit haben, um gemeinsam uns auf die Fragen zu konzentrieren. Deswegen jetzt noch schnell sozusagen den letzten Redner, Mohamed Akush, ein HSU-Arabischlehrer und Grundschulpädagoge an der Spreewald-Grundschule in Berlin. Mohamed, ich freue mich auf deinen Beitrag. Danke. Gut gehört, oder? Hören Sie mich? Hör dich sehr gut. Okay, super. Okay, dann erstmal vielen Dank für die Einladung und ganz besonders Dank an Qatar Foundation, der uns ermöglicht hat, dass wir sowas heute haben und dass es überhaupt stattfindet. Ich arbeite als Lehrer in der Spreewald Grundschule. Das ist ja eine Grundschule in Berlin-Schöneberg, von 1. bis zur 6. Klasse. Arabischunterricht direkt bei uns in der Schule gibt es nicht.
Ich versuchte das, seitdem ich angefangen habe, und das ist schon im Jahr 2006 war, in meinen Unterricht als auch Religionslehrer das Arabisch einzuführen, von der 1. bis zur 6. Klasse, indem ich so Projekte jedes Jahr mit den Kindern dann gemacht habe. Und dann irgendwann einmal im Laufe der Zeit, hat sich sehr, sehr gut gemacht in der Schule, dass sie irgendwann einmal im Laufe der Zeit ein AG anstanden in der Schule, auf meine eigene Initiative. Diese AG war natürlich erfolgreich, aber es war immer, je nachdem, welcher Schuldirektor man hat, einige waren desinteressiert daran, einige waren interessiert daran. Und zurzeit gibt es die AGs nicht, aber ich hoffe, dass es im nächsten Schuljahr das wieder stattfindet. Es hat ja so einen Erfolg gehabt in der Schule. Das ist soweit zum Unterricht, Arabischunterricht an der Spreewald-Grundschule. Zu den Schwierigkeiten dieser Unterricht überhaupt. Erstens, da wir natürlich nicht so ein wichtiges Fach oder es ist nicht ein Pflichtfach, kriegt man eine Spätstunde am Tag vor das arabische Unterricht. Und das ist natürlich, macht sich bemerkbar, dass die Kinder total müde sind. Ich versuche jetzt wirklich so praktisch über den arabischen Unterricht zu sprechen. Sehr späte Stunde, die Kinder sind fix und fertig vom Tagesablauf, von Deutsch, von Mathe und so weiter und so weiter. Und besonders auch natürlich Kinder mit arabischer Herkunft haben auch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, mit Mathematik und mit aller Tagesablauf in der Schule. Und dann am Ende des Tages, meistens kommen sie dann zum Arabischlernen. Also sehr, sehr harter Tagesablauf. Und nicht zu vergessen auch, dass die Kinder am Anfang so eine Art Begeisterung haben vor die Sprache, aber sobald sie merken, wie schwer das ist und wie kompliziert das ist, dann beginnt die Interesse so abzunehmen. Aber ich versuche das natürlich immer, und das ist das Interessante, was meine Vorgängerin gesagt hat, dass die Lehrer müssen irgendwie gut ausgebildet dafür, dann man muss ja die Kinder schon so begeistert und dieser Unterricht so aufbauen, dass man wirklich so an bestimmten Tagen bestimmte schwere Themen machen, an anderen Tagen die leichten Themen rannimmt, damit wirklich so Interesse weiter bleibt und dass Kinder gerne zu Unterricht kommen. Es ist ja kein Pflichtunterricht, es ist ja freiwillig alles. Was ich so feststellen könnte, Bücher gibt es nicht für diese Art von Unterricht. Es gibt es ja Arabisch-Lehrbücher für deutschsprachig oder für englischsprachig, aber wirklich so für Kinder aufgebaut und für dieser besondere Unterricht gibt es leider nicht. Dann, wie gesagt, es hat ja viele Probleme um das Thema herum. Deshalb bis jetzt habe ich kein einziges Buch wirklich so gefunden, was ich sagen kann, damit kann ich sehr gut arbeiten. Entweder sind die Bücher nach mittelalterliches System aufgebaut, wie man das natürlich halt in der arabischen Welt hat, oder es ist etwas modern und bunt, aber mit sehr viel Informationen. Die sind auch viel zu viel natürlich für einen Unterricht, der, Achtung, eine Stunde in der Woche stattfindet, was natürlich sehr, sehr wenig. Deshalb habe ich mich immer auf mein eigenes Material natürlich unterstützt. Ich sammle immer wieder neue Sachen, finde in einigen Büchern ein paar interessante Aspekte, die ich in meinen Unterricht aufnehme. Und wie gesagt, je nachdem, welcher Stunde, welcher Jahreszeit auch, konzipiere ich meinen Unterricht. Dann gibt es Zeiten, wo die Kinder selber viel arbeiten, schreiben, dann bewegt man sich Richtung leichtes Arabisch oder Unterhaltungsarabisch. Oder es gibt Zeiten, wo wir wirklich so viel Zeit haben, um uns auf dieses Arabisch zu unterstützen. Das ist meistens so Ende des Schuljahr, wo es so viele Feste gibt und Bundesjugendspiele und so weiter. Da haben die anderen Lehrer nicht so viel Input, unterrichten nicht so viel. Da nutze ich die Zeit, um die Kinder wirklich das Wesentliche beizubringen. Ich muss auch sagen, die Sache hat auch ja eine sehr positive Seiten auf die Kinder. Und vielleicht ein Aspekt, was ich vergessen habe zu sagen, der Unterricht hat sich total verändert, seitdem die syrischen Kinder da sind. Und das begann ja dann 2015. Vorher waren meistens so die Kinder, die im arabischen Unterricht saßen, türkische Kinder oder arabische Kinder.
die hier geboren sind, die wirklich sehr entfernt von der Sprache waren und mehr Dialekte sprechen als das Hocharabisch, und türkische Kinder, die das eh in der Moschee nach türkischem System lernen. Und diese beide Gruppe waren der Kern dieses Unterrichts. Irgendwann einmal 2015 kamen die syrischen Kinder dazu. Die, muss ich auch sagen, sehr, sehr begeistert von der arabischen Sprache und haben sehr viele große Unterstützung von ihren Eltern zu dieser Sprache. Und diese Kinder haben wirklich so Leben im Unterricht gebracht. Dann sie beherrschen die Sprache, die hatten ja Unterricht gehabt, aber auf natürlich, sage ich immer wieder, wie man Arabisch in der arabischer Welt unterrichtet, auf mittelalterlichem System und Niveau auch. Was sie auch natürlich so mit Begeisterung die modernen Methoden so empfangen haben. Und natürlich in meinem arabischen Unterricht habe ich sehr viel auch Kunstkalligrafie eingebaut. Das ist so eine Art Unterricht, das sehr ästhetisch ist, begeistert die Kinder, begeistert auch die anderen Lehrer, weil sie so plötzlich in den ganzen Etage schöne arabische Schrift von den Kindern geschrieben sehen, mit schöner bunter Farbe. Da beginnen auch so sich noch mehr Kinder anzumelden und noch mehr sich dafür zu begeistern. Sogar, dass ich im Laufe der Zeit auch Projekte mit Kunstlehrer und Lehrerinnen dann starte, indem wir zusammen dann die arabische Kalligrafie rannehmen und versuchen, sie weiter zu entwickeln. Ja, was bei mir noch vielleicht noch wichtig, bevor ich dann zum Schluss komme, da muss ich sagen, ja, Lehrer und Ausbildung. Ich bin selber nicht ein ausgebildeter Arabischlehrer. Ich habe erstmal, es gibt es gar keine Möglichkeit, um sich für das Arabische als Fremdsprache hier in Deutschland auszubilden. Also ich selber habe mit meinem Dozent, als ich Islamwissenschaft studiert habe an der Freien Universität Berlin, ich selber habe mit dem Doktor, Professor, der Arabisch unterrichtet hat, zusammengearbeitet als Tutor, und dann im Laufe der Zeit begeisterte mich für die Arbeit. Dann habe ich später dann nach dem Studium als Lehrer selber angefangen an der Freien Universität und später an der Humboldt-Universität Berlin und habe mich selber auch eingearbeitet, ausgebildet. Und dann irgendwann mal bin ich dann zur Schule gekommen und habe schon mein Wissen gehabt, und mit diesem Wissen, was ich hatte, habe ich dann alles weiter gesammelt und mich selber jedes Jahr weiterentwickelt im Bereich der arabischen Unterricht. Was ich auch sehr gut gemerkt habe, die Kinder, die Arabisch gelernt haben, haben dann ganz einen anderen Bezug gehabt auf einmal zur deutschen Sprache. Warum? Wenn man seine eigene Sprache nicht versteht, dann versteht man nicht die Fremdsprachen. Ich fand da, die meisten arabischen Kinder, die keinen arabischen Unterricht haben, die kennen ja natürlich nicht die Grammatik, für sie ist diese Sprache total, deutsche Sprache, etwas abstrakt. Sobald sie aber Arabisch lernen, und das ist auch sehr wichtig, was meine Vorgängerin auch gesagt, dass der Lehrer muss ja in beiden Sprachen gut ausgebildet sein, um wirklich so die Unterschiede und die Gemeinsamkeit zu erklären. Ja, ich hoffe, ich konnte dann die 10 Minuten gut ausnutzen, und ich bin fertig und freue mich auf Fragen. Dankeschön. Ja, Mohammed, vielen, vielen Dank. Das waren auch wieder super schöne Einblicke sozusagen. Jetzt auch irgendwie ein bisschen aus der Praxis gesprochen nochmal. Alltag. Man sieht daraus auch vor allem, dass einfach dieses ganze Thema HSU ist so breit gefächert, und wir könnten auf so viele Details jetzt nochmal genauer eingehen. Ich meine auch, was das sozusagen für die Persönlichkeitsbildung der Kinder angeht, was natürlich dieses ganze Wandern zwischen den Kulturen, was damit impliziert ist. Und natürlich auch, was du ja auch angesprochen hast, zum Thema Mehrsprachigkeit, wie sehr das eben prägt, wenn man die eigene Sprache versteht, man dann auch besseren Zugang zu anderen Sprachen hat. Also das ist alles sind ja großartige Themen. Vielleicht ganz kurz,
ein paar Fragen tauchen nämlich jetzt konkret auf, ja, zur Motivation natürlich. Wie haben Sie Ihre Schülerinnen und Schüler im Unterricht motiviert, ist eine Frage im Chat. Sie haben schon gesagt, ne, durch den, oder du hast schon gesagt, durch die Kalligrafie zum Beispiel, genau, sozusagen, oder spielerische Ansätze. Vielleicht noch mal ganz kurz dazu etwas. Naja, was ich wirklich gemerkt habe, dass sobald man mit Kalligrafie beginnt, das ist als Beispiel, es gibt andere Sachen, aber ich habe jetzt nicht der konkrete Punkt, der Punkt Kalligrafie habe ich ja angesprochen. Sobald so die Kalligrafiearbeiten rauskommen, beginnen die anderen Lehrer und die anderen Schüler, die deutsche Schule, die polnische, die englische Schulen, sich dafür zu interessieren. Und die Kinder bekommen dadurch so etwas so, wow, ich kann ja doch was Interessantes. Und man bleibt dabei, man kommt noch weiter mit Begeisterung. Und dann merken sie schon, dass die Kunstlehrerin an diese Formen und interessiert. Und sie merken so auf einmal ihre Sprache oder ihre Kultur, die eigentlich so ganz hinten ist, da wir in Deutschland sind, plötzlich vorne. Und sie reden darüber mit Begeisterung und auch Interesse. Ja, das genau. Das, und das sozusagen wirklich dadurch, dass das mit positiven Emotionen und mit sozusagen, ja, wie auch im Chat jetzt sozusagen mit Begeisterung und auch mit Stolz darauf sozusagen dann das oder dazu führt, das ist natürlich, ja, das ist natürlich großartig und ein toller Weg zu lernen. Ja, wir sind jetzt leider schon ein bisschen über die Zeit. Wie gesagt, die Redner sind, glaube ich, noch ein bisschen im Chat. Sie gerne als Teilnehmer können auch weiterhin noch im Chat kommunizieren. Ich möchte jetzt an dieser Stelle zunächst mal herzlichen Dank nochmal an alle Redner sagen, es war wirklich eine tolle Sitzung. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, dass sie dabei waren. Und dann natürlich auch nochmal herzlichen Dank an Sindit Kuster von der Qatar Foundation International, die diese ganze Sitzung auch mit ermöglicht hat. Ja, und mit diesen Worten würde ich mich gerne verabschieden. Wir werden unsere Reihe natürlich fortsetzen und am 28.08. ist die nächste sozusagen Sitzung aus unserer Reihe geplant. Es wäre toll, wenn Sie wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sommer und ja, viel Spaß, bleiben Sie gesund und bis bald.